Ich grüße meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodim zu einem neuen Video der Sommertour 2017. Ich bin hier in Halberstadt und habe dort hinten den Dom und hier neben mir sitzt auch noch jemand, den Greenie Let's Play, den habe ich heute mit dabei. Hi, ihr komischen Leute da draußen, die das gucken, so, die unsere Videos immer gucken. Sein. So, wer ihn... Wenn nicht kennt, kommt vor auf meinem Kanal. Dass Leute ihn nicht kennen, das ist der Green Let's Play. Der hat auch einen YouTube-Kanal, der ist ein bisschen größer als meiner und der macht hauptsächlich Streams und. Ja. Und anderen Scheiß. Und anderen Scheiß, ja. Ein bisschen zentralisierter als mein Scheiß. Also, ich mache so alles Mögliche, er macht nur Streams. So, und ich habe auch Greenie was mitgemacht. Eine kleine Tüte, die kennt ihr schon aus dem. Salzwähler verschwindet er hier aus der Kamera. Aus dem Salz. Ich bin schüchtern. Aus dem Salzwähler-Video habe ich das mitgemacht. Das überreiche ich ihm hier gleich mal. Darf er mal reingucken und mal in der Kamera präsentieren, also, was da drin hat. Wir haben da drin, das konnte ich mir leider schon fast denken. Was heißt leider? Das konnte ich mir sehr, sehr gut schon denken. Da sind zwei Sachen drin. Und zwar, ich sterbe jetzt. Ja, wir hatten schon die ganze Zeit gesagt, dass ich sterbe und werde. Und wir haben hier. Einen wundervollen, sieht man das? Wundervollen sieht Baumkuchen. Sieht man auf jeden Fall. Ja, Baumkuchen, Schokolade und Vanille. Das kommt vor, dass du davon sterbst, wenn du Diabetiker bist. Dann ja, das werde ich auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall. Ja, also auf jeden Fall zu Weihnachten werde ich Diabetiker. So, also einen schönen Baumkuchen. Noch was? Ich hab noch was. Das kannst du mal in die Kamera halten. Du darfst mal raten, was das ist. 9. Ach, das ist doch von dieses Neuen. Könnte ein Countdown sein. Countdown. Countdown, die Countdown Neuen. Sein, Neuen. So feine Countdown, Leute. Kennt ihr das? Stimmt. Ja. Ich will mich nochmal bedanken für diesen wundervollen Baumkuchen, wovon ich bestimmt sterben werde. Okay. Also wenn keine Videos aus Teams mehr kommen oder wenn ich einfach nie mehr erwähnt werde, dann wirst du ja so. Ja, wir sind hier im... Wo sind wir? Im Halberstädter Dom und... Ja. Hi. Ich dachte, das wusstest du überhaupt nicht mehr, dass wir hier reingegangen sind gerade. Nein. Wie sind wir hier reingekommen? Wir haben eine Tür benutzt. Wie sind wir hier reingekommen? Waren wir doch eben noch auf einer Bank. Wie was zum... Kannst du mir verraten, wie ich hier reingekommen bin? Habe ich mich bestimmt gebeamt, oder? Ja, ich habe gesehen, wie er Teleport genutzt hat, ja. Habe ich echt gesehen. Das war echt grauenvoll. Habe ich dich gleich mitgenommen. Ja, das Problem ist, ich kann ja mal kurz sagen, das Problem ist, bei dem Dom, es wird schon seit Monaten lang gearbeitet. Kommt mir vor wie in Magdeburg. Habe ich schon mal ein Video von Magdeburger Dom gemacht? Nee, eigentlich noch nicht. Ich muss mal, erinnere mich mal dran, Greenie, dass ich mal ein Video vom Magdeburger Dom mache. Das bietet sich richtig an. Da weiß ich auch was, da habe ich Hintergrundwissen für. Ich kann mal so einen langweiligen Geschichtsvlog machen. Da mache ich dann so einen Vortrag hier. Ich muss auch noch mal anmerken, dass ich schon irgendwann mal drin war mit der Schule, in der 7. oder 8. Klasse. Ich habe es aber echt verdrängt. Ich keine Lust eigentlich auf Kirschen habe. Schicht. Kirschen. Die roten. Am Baum. Ich liebe Kirschen. Da habe ich schon mal einen Vortrag zugemacht in der Schule. Wir hatten ja Kunstgeschichte. Nennt sich das. Da haben wir... Oh. Jetzt drauf. Der Greenie. Ist drauf. Man muss leider ein bisschen ducken. Die Sonne. Die Sonne. Das Licht. Vampir. Was habe ich hier gesagt? Geschichtsvortrag in... Kunstgeschichte, da habe ich gleich mal über den, gleich mal einen Vortrag über den nicht hier in Halberstädter Dom gemacht, sondern über den Magdeburger Dom habe ich da einen Vortrag gehalten. Da wird ordentlich gebaut. Der Magdeburger Dom müsste auch gerade baufällig sein. Ich weiß es nicht, ich war da nicht. War da die letzten Tage noch nicht. Der Greenie verschwindet immer aus der Kamera hier. Hört immer ab. Der will nicht in meinen Videos sein. Na doch, will er irgendwie schon, weil sonst wäre er nicht hier. Ich hab das auch noch nicht mit einer Kamera gemacht, ja. Ich finde das echt kompliziert.
Was ist das? Wie lange? Ja, also mir ist zumindest peinlich. Bisschen. In der Kamera zu sein. Vor anderen Leuten und auch das. Gut. Ja. Habe ich mal gesagt, habe ich aus einem Video rausgeschnitten im Salzwedel. Im Vlog habe ich das gesagt, dass man da immer Augen im Hinterkopf haben muss. Dass man alles, was man hinter einem sieht, dass man sozusagen hier auf das Display guckt und dann alles. Ihr könnt das gerade verdammt schlecht sehen. Du läufst quasi so durch die Stadt und siehst alles, was dahinter hinter dir ist, durch dieses Display. Das heißt, du guckst gar nicht vor dir, sondern guckst eigentlich hinter dir. Du hast eigentlich richtig scheiße eigentlich. Aber gewöhnt man sich dann nach 10 Vlogs, gewöhnt man sich dann dran. Hier werfe ich den Greenie gleich rein, in den Brunnen. Ist doch ein Brunnen, oder? Ja, aber so tief geht's doch gar nicht hinab. Da kommst du wieder raus, oder? Naja, zumindest kann ich mich da mal duschen. Ach, ich war schon zweimal. Ja. Ich habe mich auch ausnahmsweise mal geduscht heute. Nee, Spaß. Da wird ordentlich gearbeitet, da haben wir jetzt die Arbeit da oben. Der Greenie wollte noch mit mir die Ja-Nein-Nicht-Challenge machen. Ja, das wollte er. Das will er machen. Um jetzt schon mal anzufangen. Das hat er vorgeschlagen, oder? Ja. Das war doch deine Idee, oder? Ich habe da leider zugestimmt. Das heißt leider, okay, machen wir. Ja, stimmt, das war meine blöde Idee. Ja, die Ja-Nein-Nicht-Challenge, darf ich noch mal ganz kurz erklären. Man stellt sich gegenseitig Fragen und das Gegenüber muss mit Ja, Nein, nicht er nicht antworten, also darf nicht mit Ja, Nein, nicht er antworten. Legen wir los. Hier haben wir den Marktplatz. Ist das der Marktplatz oder was ist das? Das ist der Holzmarkt, ja. Also Platz. Hier haben wir den Holzmarkt und das Rathaus hier. Machen wir mal eine Aufnahme hier. Greenie mal dazukommen hier. Machen wir eine Froschperspektive hier. Machen wir dann hier so eine Froschperspektive hier. Können wir benutzen für das Thumbnail hier. Und noch eine Froschperspektive. Bestimmt viele Möglichkeiten fürs Thumbnail mit drin. Ja. Greenie sagt, es gibt nicht so viel zu sehen hier in Halberstadt. Das glaube ich persönlich nicht, aber. Ja, kannst kleine Sachen angucken. Es gibt bestimmt noch viele andere kleine Sachen zu sehen. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ich kriege das Video irgendwie direkt und kann da irgendwas Sinnvolles draus machen. Wenn es halt nur 5 Minuten Video sind, dann ja. Ist Attraktion genug, dass wir hier den Greenie mit dabei haben. Und dann. Attraktion? Okay. Du bist eine Attraktion, ja. Kannst dich jetzt auf den Marktplatz stellen und. Ich hier direkt, was ich eigentlich nicht machen sollte, hier vor so einem Laden hier. Und das ist doch hier viel interessanter hier. Dann. Ja, können wir mal darüber gehen hier zum. Nebst noch den. Wie heißt der? Roland. Den Max Roland. Gefallen haben sollte. Ich habe hier ganz Zeit die Hand hier in der Tasche. Wenn es euch gefallen haben sollte, gibt es den Video einen Däumchen nach oben, oder? Auf jeden Fall. Däumchen nach oben geben. Auch gleich abonnieren oder auch mal gleich seinen Kanal. Das müsst ihr dann hier gleich mal. Mir auch vorbeischauen. Das müsst ihr gleich verlinkt sein. Die Endcard ist ganz super. Hast du die mal gesehen? Ja. Diese weiße Endcard, wo ich drauf rumgekritzelt habe. Ich kann nicht mehr gucken. Dann, ja, und wir sind, glaube ich, auch hoffnungslos ausgeblendet hier. Ja. Und dann, ja. Dann würde ich mal sagen, gehabt euch wohl, habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag und ja, und? Haut's rinne, gehabt euch wohl. Ciao. Nein, ich wünsche gefühlt für. Verfolgung.